Walter Rosenkranz, Bildungssprecher der FPÖ. Eigentlich hätten wir bereits Ende 2014 mit diesem Gesetzesentwurf hier sein müssen. Das war zumindest die Ankündigung seitens des Ressorts. Aber man hat halt offensichtlich hier länger gebraucht, um alle einzubinden. Sie wissen ja, es hat nicht nur diese Pleiten, Pech und Pannen-Dinge gegeben, sondern insbesondere auch eine vernichtende Kritik des Rechnungshofs über das, was im BIFI tatsächlich hier nicht nachvollziehbar an wirtschaftlichen Dingen passiert ist. Und man hat sich zu einer Reform entschlossen. Nun ein Jahr später ist man hier. Interessanterweise, was man sich für die Gesetzeswertung Zeit gelassen hat, für die Begutachtung, war die normale 6-wöchige Frist nicht ausreichend. Da hat man es auf einmal in 2 Wochen durchpeitschen müssen und auch durch den Ausschuss passieren lassen müssen. Nun, was passiert jetzt wirklich Substanzielles, nachdem man jetzt mit einer einjährigen Verspätung hier ist? Denn Krafttreten tut sowieso erst mit 1. Jänner 2017. Für 16 gibt es bereits Übergänge. Das heißt, die 2 Direktoren, wo es eine Kritik gegeben hat, warum man 2 braucht, die sind nach wie vor in einem Übergangsdirektorium verblieben. Was ist noch passiert an epochalen Dingen? Es wurden die beiden Standorte, es hat nämlich neben Zweigstellen Klagenfurt und Graz vom Rechnungshof kritisiert, 2 Standorte Salzburg und Wien gegeben. Was wird jetzt gemacht? Der Standort Wien fällt weg. Es bleibt nur mehr der Standort Salzburg und die Zweigstellen Klagenfurt und Graz. Und wie kann man es nicht anders erwarten? Der Standort Wien taucht auf einmal als Zweigstelle auf. Das sind die Reformen, diese epochalen, die hier eintreten. Eines bemerkenswert und richtig, weil von uns Freiheitlichen ja schon vor 2 Jahren beantragt, mittlerweile im Unterausschuss des Unterrichtsausschusses seit Mai 2014 liegend, dass die Gehälter des Direktors des BIFI mit dem Sektionschefgehalt gedeckelt wird. Da hat es im Ausschuss auch Ängste gegeben, Befürchtungen gegeben. Da findet man dann niemanden, wenn das so gedeckelt ist, der international qualifiziert ist. Wir meinen, dass international qualifizierte Personen im Rahmen einer zulässigen Nebenbeschäftigung, wie sie im öffentlichen Dienst da drinnen ist, ihre Tätigkeit zum Beispiel als akademischer Lehrer an einer Universität ja durchaus weiter ausüben können. Daran soll es nicht scheitern. Aber insgesamt betrachten wir Deckelungen im Verhältnis zu ausufernden Sonderverträgen als die richtige Lösung. Insgesamt, was passiert mit der personellen Reform? Es wird die Zentralmatura, der Bereich Zentralmatura, kommt vom BIFI weg und kommt ins Ministerium. Wie erfolgt es? Es werden die 65 Personen, Dienstposten, die beim BIFI derzeit angesiedelt sind, 1:1 ins Unterrichtsministerium verlagert, mit der Hoffnung, dass sich vielleicht durch natürliche Abgänge in der Zukunft dann der eine oder andere von dort dann einbringen wird können und dass es auf lange Sicht insgesamt dann zu weniger Dienstposten kommen wird. Was das mit einer Qualität dann zu tun haben wird, wir haben gemeint, das würde auch anders funktionieren, wenn man sich vor allem ansieht, dass derzeit nicht ganz 700 Dienstposten in der Zentralstelle des Bundesministeriums vorhanden sind, kommen jetzt fast 10% dazu. Und das Ganze eigentlich mit einem Federstrich. Das heißt, Personalpolitik, sinnvolle Personalpolitik kann in Wirklichkeit nicht so funktionieren. Wir wären der Meinung gewesen, Wissenschaft, Forschung, was wir bereits bei der Gründung des BIFI gesagt haben, hätte ausschließlich, so wie jetzt, auch an die Universität gehört. Dann könnte man unter Umständen die 12 Millionen, die für das BIFI insgesamt im Rahmen der Forschung vorgesehen sind, auch dort Universitäten zugutekommen lassen. Auf der anderen Seite die Zentralmatura, wo es jetzt um Durchführungsmaßnahmen gibt, da braucht es die 65 Personen, die für die Entwicklung insgesamt notwendig waren, auch nicht mehr. Das heißt, hier wird eigentlich ein Zustand, der suboptimal ist, nur fortgeschrieben. Daher unsere Ablehnung. Mit der vorliegenden BIFI-Reform werde ein suboptimaler Zustand fortgeschrieben, kritisiert Walter Rosenkranz, Bildungssprecher der SPÖ. Als nächste Bildung